Ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja, wie man merkt, ein bisschen dunkler geworden, sind einige Stunden vergangen. American Truck Simulator. Ja, war einfach vorhin zu warm, hat mich zu sehr fertig gemacht. Das war einfach zerstörend, das Wetter. Ich hoffe, jetzt danach ist es ein bisschen angenehmer. Gut. Ich merke gerade, mein Mikrofon ist viel zu leise eingestellt. Verdammte Kacke. Muss ich mal das kurz hier beenden. Wieso viel? Ganz vergessen, dass ich jetzt die hier Steam-Version spiele. Da muss ich gar nicht mehr leiser machen. So, ein bisschen lauter hier. Und so. Das sieht doch schon besser aus. Ja. Also, nochmal. Herzlich willkommen. Das sieht doch schon alles besser aus mit die Audiopegel. Gut. So, wir waren, glaube ich, kurz vorm Ziel. Das Ziel haben wir, glaube ich, sogar schon gesehen, ne? Ja. Okay, wir fahren los. Dann machen wir mal uns auf zu den letzten 9 Meilen, 8 Meilen. Demnächst rechts abbiegen. Sehr schöne Gegend hier. Biege nach rechts ab. Ach, hier muss ich rein. Wow. Meine Stoßdämpfer schreien gerade. Ronny, ich will ein Kind von dir. Endlich, wir sind da. Damit ist dann die Folge auf beendet und dann wünsche ich euch eine schöne. Nee, nicht Escape. T. Tada! Ausgezeichnet. Und so, was nächste Level? Jawohl, ja. Wow. Och, komm, ernsthaft jetzt? Uns fehlen 6 fucking EP. Ist jetzt nicht dein Scheiß ernst, oder? Das ist doch deprimierend. Dammit. Gut, wir müssen uns mal ganz, ganz kurze Strecke raussuchen. Wow, okay. Liste ist schon ganz schön voll. Gibt ihr was ganz Kleines? Was ganz, ganz Kleines? Was super Kleines? Irgendwas so mit 500 Euro oder sowas. Dollar. Nee. Ist irgendwie alles schon zu viel. Dann gucke ich mal ganz kurz hier Streckenlänge. So, was ist denn das Kleinste? Da oben waren wir schon. Da unten aber eigentlich auch schon. Dann nehmen wir das. Wo sind sie jetzt so? 2000? Was ist hier los? Damit. Egal, nehmen wir das. So. Machen wir noch eine kurze Strecke, damit wir das nächste Level schaffen.
Los. Damit wir dann wirklich, wenn es geht, eine ganz lange Mission endlich mal bekommen. Eins von diesen neueren Industriegebieten hier. Okay. Ich dachte, wir müssen da durch. Müssen wir doch hier lang. Ja. Damit. Mein Auflieger zieht sich auch noch rum. Läuft ja gut bei mir. Ja. Und damit haben wir auch unseren ersten richtigen Unfall. Ja, moin. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Siehst du, wir können gleich mal gucken hier. Ob wir hier gleich mal ein paar Sachen erkunden können. So ein paar Pfeile abarbeiten können. Hier zum Beispiel sieht gut aus. Wobei das bloß eine Arbeitsagentur ist, würde das nicht so viel bringen. Gibt's hier denn gar nichts? Nö. Gibt's echt hier gar nichts in dem gesamten Gebiet hier? Lol. Heißt das was? Ich glaube, wir fahren. Ah, nee, das ist auch bloß eine Arbeitsagentur. Hat überlegt, dass wir einfach hier hinten rumfahren und dann das Ding aufdecken, aber das dürfte auch bloß eine Arbeitsagentur sein. Naja, lohnt sich beides Zeit nicht. Zu gehen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich bin mir immer noch unsicher, woran ich erkenne, ob ich jetzt rechts abbiegen darf, auch wenn rot ist. Oder nicht. Ich muss das echt mal recherchieren. Ich glaube, man erkennt das immer an einem Pfeil. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ob das hier dieser Pfeil ist, der sagt, dass ich nach rechts abbiegen darf, oder ob das wirklich einfach nur Teil des Schildes ist, um zu sagen, okay, bieg nach rechts ab, wenn du nach Westen möchtest, auf die U50. Weiß ich halt nicht. Bin ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, der Pfeil, der da ist, wenn du rechts abbiegen darfst, auch bei Rot, ist irgendwie immer blau, oder? Wirklich jetzt komplett. Bitte links halten. Ich habe keine Ahnung. Oh, und wir fahren jetzt halt ohne Musik. Es sagt aber auch keiner was. Ich glaube, ihr mögt die Musik einfach nicht. So. Alter, die Atmosphäre ist halt immer noch atemberaubend von dem Spiel, Alter. Gerade so wie jetzt hier, Sunset, Sunrise, das ist halt unendlich gut nach wie vor. Und dabei spiele ich das Spiel schon seit Jahren mittlerweile. Es ist einfach immer noch unendlich gut. Und es wird halt nur besser so, ne?
Wisst ihr, wir können mal, wo ich gerade unten sehe, 2700 Euro, Dollar. Wir können mal gucken, wie weit unsere Mitarbeiter eigentlich sind. Ob wir die mittlerweile mal auf Fernfahrer umschulen können. Wir müssen ja schon einige Touren hinter sich haben. Können wir mal schauen, wenn wir denn die Mission jetzt hier abgeliefert haben. Müssen wir sowieso mal schauen, was für Optionen wir jetzt denn haben. Weil wir haben ja jetzt denn, also wir haben jetzt schon 45k. Na gut, 2k bekommen wir nochmal dazu. Ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber ey, wir könnten uns auch nochmal 100.000er Kredit holen. Und uns vielleicht dann sogar schon einen dritten LKW holen für die Garage. Unsere aktuelle Dreiergarage. Wow, Alter, das ist ja mit meinen Brückenkonstrukt hier. Nice. Gefällt mir. Bitte links halten. Ah, jetzt gerade irgendwie bei der Kurve hatte ich immer noch so gleich die Mikroruckler drin. Da hat man gesehen, dass das Spiel immer noch so ein bisschen rumruckelt. Aber wie gesagt, man muss schon sagen, die Performance hat sich trotzdem schon insgesamt radikal gebessert. Also. Die Ruckler sind definitiv weniger geworden. Vor allem, wie gesagt, du merkst richtig, wie die Dinge jetzt mittlerweile wirklich, wie ich von Ewigkeiten gehofft hatte, wirklich mittlerweile asynchron läuft, dass er also wirklich nicht wirklich wartet, bis die Sachen nachgeladen sind, sondern einfach das Spiel rendert, egal ob die Sachen geladen sind oder nicht. Ne, du hast dann teilweise so Grafikglitches, dass du jetzt Sachen kurz vor dir aufploppen siehst, während du fährst. Ja, okay. Aber trotzdem ist es halt, ja, dadurch fühlen sie performanter. Ey, guckt euch hinten diese Skyline an. Diese Gebiete sind mittlerweile so unendlich weitläufig geworden. What the fuck ist das alles gut? Man muss sich das mal so, ne, so vor Augen halten, so diese Gebiete. Und wenn du dann noch mal so ältere Versionen spielst von ETS und ATS, vor allen Dingen von ETS, wie klein damals die Städte waren, so. Und jetzt mittlerweile jede einzelne fucking Stadt ist einfach Monstrosity. Es ist... ist schon krank. Trauziger. Ui. Gut, daran können wir echt was ändern. Bei der Lok hat man gerade richtig gesehen, wie billig die Textur ist. Das ist einfach nur, ja, Klumpen an Farbe. Also wie gesagt, so, gerade so an den ganzen LOD-Sachen müssen wir noch arbeiten. Nach wie vor, ich finde es nach wie vor schrecklich, dass auch die Autos, also die ganzen NPCs, immer erst kurz vor einem aufploppen, also halt billomäßig aussehen und erst kurz, wenn sie vor einem sind, dann in die höhere Detailstufe wechseln. Ich glaube, wir müssen hier nach links. Ja, und das ist halt, dass man das nicht einstellen kann. Aber wie gesagt, ne, noch ist die neue Engine auch noch nicht fertig, läuft immer noch unter DirectX 11.
Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, unter was der nicht unter Linux läuft. Ist es immer noch OpenGL oder arbeiten die mittlerweile mit Vulkan? Ich glaube, SCS-Software, also die Prism 3D Engine, läuft noch nicht mit Vulkan. Da habe ich nie was von gehört, dass da irgendwas im Gange ist. Also es ist halt immer noch OpenGL wahrscheinlich. Aber ne, im Zusammenhang damit, dass die Engine halt unter Windows für 12 umgebaut wird, kann es natürlich sein, dass sie in dem Moment dann auch das LOD-System vielleicht anfassen. Oh, was habe ich gerade getan? Ja, ich weiß. Ne, weil, ich meine, andere Sachen ändern sich ja auch so. Ich meine, ist ja... Jetzt beschleunigt der LKW neben mir, ernsthaft? Das ist ein Opfer. Das ist jetzt zum Beispiel dieses asynchrone Nachladen. Das haben sie jetzt hier auch geändert unter Linux. Obwohl unter Linux das Ganze genauso wie früher immer noch unter OpenGL läuft. Und auch unter Windows hat ja nichts mit der Grafik-Backend an sich zu tun. Weil wie gesagt, läuft auch unter Windows immer noch mit der X11. Also auch da hat sich noch nichts geändert. Jetzt einfach nur an sich, wie die Engine an sich einfach strukturiert ist. Wie halt das Nachladen von Objekten gehandelt wird. Weil letztendlich hat es halt mehrere... Da war gerade wieder diese gelbe Zeichnung auf der Straße, ne? Du hast halt an sich mehrere Möglichkeiten, sowas zu handeln. Zum einen kannst du halt immer sagen, okay, bei jeder Frame berechnest du halt das gesamte Szenario und lädst alle Modelle nach, die du für diese Szene brauchst, so. Das ist halt die ganz klassische Herangehensweise. Dann gibt's halt... Wenn du halt ein Grafik-Framework hast, also sowas wie Unreal Engine oder ähnliches, die machen es dann in der Regel, dass es als separater Thread läuft, dass quasi einfach, wird mittlerweile ganz schön dunkel, dass einfach die Szene an sich gerendert wird und gleichzeitig immer überprüft wird, okay, welche Objekte ist für das, was aktuell ansteht, interessant, und das wird dann halt im separaten Funktionsaufruf dann halt alles nachgeladen, aber halt auch synchron. Ja, und dann kannst du das Ganze halt, wenn du es eh separat machst, wenn du also eh eine eigene Funktion dafür hast, die das Nachladen der Objekte handelt, kannst du die natürlich dann auch in einen separaten Thread verschieben. Sprich also, dann läuft deine Hauptfunktion, die einfach die Szenerie darstellt, komplett autonom, nicht autonom, sondern eigenständig. Und rendert halt alles. Egal, ob alle Sachen, die sie dafür braucht, da sind oder nicht. Die Sachen, die dann halt nicht da sind, werden halt einfach nicht gerendert, so, weil sind nicht da. Und parallel dazu, komplett eigenständig, läuft dann die andere Funktion, die guckt, okay, was ist eigentlich in der Szene aktuell alles zu sehen? Was müsste ich also nach und nach mal nachladen, damit es dann auch dargestellt werden kann? Dadurch, dass das dann aber asynchron läuft, blockiert das halt nicht den Hauptthread. Wie gesagt, der rennt einfach ganz normal weiter, ne? Der sagt einfach, okay, alles darstellen, egal ob schon geladen ist oder nicht. Und wie gesagt, wenn es nicht geladen ist, dann wird halt nichts gerendert letztendlich. Hört's doch. Alter. Geradeaus. Ja, also jetzt nicht, dass es jetzt nur diese drei Varianten gibt, ne? Das sind einfach nur drei Beispiele, die ich genannt habe. Erstens habe ich absolut keine Ahnung, wie die Unreal Engine das macht, zum Beispiel. Also, I don't know. Und auch hier. Die Prism 3D Engine ist ja komplett selber erstellt. Kann also auch vielleicht komplett anders arbeiten. I don't know. Aber das sind so die drei Verfahren, mit denen ich privat schon gearbeitet habe. Weil ich habe ja auch so ein bisschen Engine entwickelt. Also keine hardware-beschleunigten Engines, sondern Software-Rendering Engines. Also sowas wie der Doom Engine und sowas.
Habe ich ja auch schon gemacht. Und da habe ich halt selbst ein bisschen rumexperimentiert. Und da, ne, weiß man halt zum Beispiel klassisch Doom, also Doom 1 und 2, die noch unter DOS laufen, ne, die arbeiten zum Beispiel halt mit dem ersten Modell. Immer wenn eine Frame gerendert wird, wird alles geladen, was für diese Frame gebraucht wird, beziehungsweise das, was bereits geladen ist, von vorherigen Frames ist dann halt geladen, so. Na. Und modernere Ports, also vor allen Dingen halt auch die, die halt Hardware-Beschleunigung nutzen, also sowas wie PR-Boom oder ähnliches, naja, die laden es halt nicht bei jeder Frame alles neu, sondern die laden es halt in den Grafikspeicher, weil, ne, die müssen es ja der Grafik-Engine, also OpenGL, übergeben. Dem Grafik-Backend übergeben. Das heißt, die laden jedes Objekt immer nur einmalig, das, was gerade aktuell gebraucht wird. Ja, und ich habe halt bei meiner Engine damals versucht, das halt eben auch asynchron hinzubekommen, sodass halt ein komplett eigener Thread ist, der das Nachladen von Texturen und so handelt. Aussichtspunkt. Hui. Biege nach links ab. Ach nö. Ernsthaft, gut. Digga, dieser Sternenhimmel am Nackholm. Guck dir diesen Sternenhimmel an. Wow. Boah, Alter. Ey, ich finde diesen Effekt von diesem Nebel, also hier von diesen. Wie heißen die? Also, weit entfernte Galaxien. Finde ich unendlich geil. Also nicht Galaxie, sondern Galaxiehaufen. Da sind so zwei Punkte direkt nebeneinander. Soll das ein Flugzeug darstellen oder ist das ein. Wartet mal ganz kurz. Achso, ja. Ich wollte gerade mit der Freecam da so hinfliegen. Aber ja, wie man sieht, das funktioniert leider nicht, weil Skybox ist ja generell stationär. Das ist leider kein Umweltsimulator. Ah, aber sieht mal, jetzt hat man es gerade richtig schön gesehen, wie er die Sachen dynamisch nachgeladen hat. Bei dem alten. ATS und auch ETS. Das hat man richtig gesehen, wenn man da weit weggeflogen ist und dann wieder zurückgeflogen ist, hat das Spiel komplett gehangen, bis alles nachgeladen war und dann hat es viel weiter gemacht. Jetzt, wenn ich jetzt weiter wegfliege und wieder hingehe, kann ich mich umgucken, während er die ganzen Sachen wieder nachlädt. Also ist schon sehr viel besser geworden. So, erstmal wieder meine Kühlkammer richtig einstellen. Nein, ich wollte das hier. Ja, so ist besser. Kann man bitte grün werden? Wo sind eigentlich die Autos vor mir hin? War eigentlich Auto? Achso, die hat er natürlich auch, hat wahrscheinlich auch entladen, ne? Guck mal, hinter mir sind jetzt Autos. Ich wollte. Boah, Alter, sieht das geil aus. Ja, alle weg, tatsächlich. Also auch die Autos werden entladen. Lol, das ist aber auch neu. Oder? Sag mal, wann wird eigentlich grün? Oder setzt doch immer wieder die Ampel zurück? Dass ich hier andauernd rot habe, weil. Ja, weiß nicht. Er jedes Mal, wenn er die Sache hier lädt, wieder die Ampel auf Rot setzt. Oder die haben einfach eine sehr lange Rotphase. Nach links ab. Wir sind heile angekommen. So. Damit sollten wir genug Punkte haben, um ins nächste Level zu kommen. Und damit haben wir Fernfahrer komplett. Nice. So, Company, wir machen mal Fahrermanager und gucken mal, wie es unseren Mitarbeitern geht. Oh, okay. Das geht doch. Ich hatte gehofft, dass der mittlerweile ein bisschen mehr zusammengekommen ist, aber ist noch gar nicht zusammengekommen. What the fuck? Digga, haben die überhaupt Punkte gemacht? Ich glaube, die haben noch keinen einzigen Punkt gemacht, kann es sein? Weil die müssen ja dann erstmal das hier bekommen. Als erstes.
Oder? Soll bei ausgeglichen? Fangen wir einfach bei dem an. Dann bei dem, dann bei dem, dann bei dem, dann bei dem, dann bei dem. So lange, bis halt überall gleich viel sind und dann, ne, wieder beim zweiten. Also dann das, dann das, dann das. Das, 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 das. Ihr wisst nicht, was ich meine. Aber der ist immer noch frei. Das heißt, sie haben noch gar keinen Punkt gemacht. Haben die ein Fahrtenbuch? 2, 2, 2. Ja gut, stimmt, okay. Gerade mal 3 Missionen, da kommt natürlich nicht viel EP zusammen. Gott, sind wir schnell. Ja. Und wir sind ja schon Level 6, aber irgendwie Level einfach zu schnell. Gut, dann soll es aber auch für die Folge erstmal gewesen sein. Und in der nächsten Folge gucken wir dann erstmal wieder ein bisschen Firmenmanagement. Wieder gucken mal, was wir mit Geld mäßig so erreichen können. Und dann, ja, gucken wir das mal.